Ja, und wir blicken jetzt nochmal darauf, wie wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen sind. 2002 beschloss ja die rot-grüne Bundesregierung den Atomausstieg in Deutschland. Zwar verlängerte dann Schwarz-Gelb 2010 die Laufzeit der AKW wieder, zog 2011 dann kurz nach der Katastrophe von Fukushima wieder auf das ursprüngliche Ausstiegsdatum von Ende 2022 zurück. Deutschland geht damit auf jeden Fall einen Sonderweg in der Europäischen Union. Wir schalten ab, während um uns herum Anlagen länger laufen sollen oder gar eben neue gebaut werden. Wir haben es gerade gehört. Mit Abstand die meisten Reaktoren hat unser Nachbarland Frankreich. Und nirgendwo war die Atomkraft über Jahrzehnte hinweg wohl so heftig umstritten wie bei uns. Katharina von Tschurtschenthaler und Johannes Holmes. Es ist der 28. Februar 1981. Über Norddeutschland ein eisiger Ostwind. Trotzdem kommen etwa 100.000 Menschen zur bis dahin größten Anti-Atomkraft-Demo in Deutschland. Das war alles gefroren. Die sind also einfach an den Absperrungen vorbei und über das gefrorene Land bis hier gelaufen, zu Tausenden. Ne? Dann zum Schluss, wo sich der Großteil der Demonstration schon aufgelöst hat, da sind die nicht nur mit Wasserwerfern, mit chemischer Keule gekommen, sondern sind die Hubschrauber gestartet. Und dann sind die angeflogen gekommen und haben sich schräg gestellt, die Rotorblätter schräg gestellt. Und dann gibt es einen Luftwirbel und dann flogen die Leute durch die Luft. Christine Scheers und Heinrich Voss Geschichte wäre wohl anders verlaufen ohne das Ding, wie viele hier das AKW Brockdorf nennen. Das Ehepaar lernt sich in den 70ern beim Widerstand gegen den ungeliebten direkten Nachbarn kennen. Ihre Beweggründe liegen auch in der deutschen Nazi-Vergangenheit. Wir lassen uns jetzt nicht wieder alles bieten. Wir wollen nachher nicht gefragt werden, warum hast du nichts gemacht? Nie wieder irgendwas, an dem wir nicht beteiligt werden. Nie wieder was übergestülpt kriegen, wo nachher irgendwas zugrunde dran geht. Ganz am Anfang waren sie nur eine Handvoll. In der Nähe wohnt einer von ihnen mit direktem Blick auf das AKW. Mittlerweile ist es vom Netz. Den Rebellen von Brockdorf nennen viele Carsten Hinrichsen. Er geht schon seit Anfang der 70er auf die Straße. Das war nicht leicht hier vor Ort, weil Brockdorf natürlich die Gewerbesteuereinnahmen für sich gesehen hat. Wenn man durchs Dorf fährt, man sieht, welcher Reichtum hier herrscht. Wenn man da nicht Freunde hat oder Gleichgesinnte, dann kann einem das Leben hier ganz schön schwer gemacht werden. Doch es kommen immer mehr, vor allem auch aus Hamburg. Dieser Anti-Atomkraft-Kampf über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg macht die Bewegung weltweit einzigartig. Die Anti-Atomkraft-Bewegung war nie eine homogene Bewegung. Und das war in gewisser Weise auch ihr Erfolgsgeheimnis, dass da verschiedene Menschen zusammengekommen sind. Zum Teil Leute mit einer recht radikalen Agenda. Das ist ja auch ein Produkt der 68er-Bewegung. Studenten waren wichtig für diese Bewegung, aber eben auch viele ganz normale Bürger, Bauern, Lehrer. Und dieser Mix hat es eigentlich immer schwer gemacht, diese Bewegung zu spalten. Wie vielfältig die Bewegung ist, zeigt sich in ihrer Keimzelle im baden-württembergischen Wiehl. Hier kämpfen Winzer und Studenten Seite an Seite, besetzen 1975 den Bauplatz für das geplante AKW. Der Widerstand ist schließlich erfolgreich. Etwa 20 Jahre später wird das Projekt eingestellt. Dass man über Infrastrukturprojekte erstmal ergebnisoffen mit den Menschen diskutieren muss, das ist heute eine demokratische Selbstverständlichkeit, aber das verdanken wir nicht zuletzt der Atomdebatte. Wie geht es nun denjenigen, die noch immer auf das Ding nebenan blicken? Nach wie vor schlecht. Natürlich etwas besser jetzt, wo es nicht mehr in Betrieb ist. Aber einmal hat man die Vergangenheit von den ganzen Jahren hier und die Probleme sind ja nicht gelöst. Es gibt kein Endlager. Das bleibt ja alles dort liegen. Und der Rebell von Brockdorf? Wird er feiern, wenn dieses Wochenende die drei letzten deutschen Kraftwerke abgeschaltet werden? Eine gewisse Freude und Genugtuung ist schon da. Aber Sieg? Im Grunde sind es 45 Jahre Verlust. Hätten wir damals angefangen mit erneuerbaren Energien, wie würden wir da heute stehen? Dastehen? Super. Der jahrzehntelange Kampf hat den 80-Jährigen erschöpft. Aber nicht müde gemacht. Das nächste Mal allerdings würde er gerne nicht gegen etwas kämpfen, sondern für etwas.